Und in der Zukunft sind wir ein Video auf meinem Kanal, beziehungsweise ein neues Reaction-Video auf meinem Kanal. Heute reagieren wir auf Winterdienst im Naturpark Zirbitzkolleg Grebertz. Und sorry, dass ich das, was der Name falsch ausspreche, mit einem Waldra, Chundir und Hydrak. Wir sagen, let's go. Dunkelheit, schlechtes Und ich hoffe, mein Mikrofon passt alles. Sicht und lange Arbeitstage. So könnte man den Arbeitsalltag vieler Fahrer von Winterdienstgeräten in wenigen Worten beschreiben. Wir sind zu Besuch im tief verschneiten Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen und begleiten die mutigen Männer. So wird es anschauen. Bei uns hat es gerade geschneit und Jason Schwarz. Eine Nacht lang bei ihrer Arbeit mit der Kamera. Es ist Anfang Dezember und langsam, aber sicher bricht auch hier in der Obersteiermark der Winter herein. Seit den frühen Morgenstunden sind deshalb viele Schneepflüge und Streugeräte im Dauereinsatz. Zuallererst treffen wir auf einen Valtra N174, den wir schon das ganze Jahr über immer wieder mal vor unseren Kameras hatten. Er ist an diesem Tag mit dem Schneepflug unterwegs, einem 3,20 Meter breiten Hydrak U320. Seit halb 4 Uhr morgens ist Landwirt Sebastian heute unterwegs. Inzwischen ist es kurz vor 19 Uhr, als er zum dritten Mal seine Tour beginnt. Schon seit Tagen schneit es in den österreichischen Alpenregionen unaufhaltsam. Vielerorts sind tausende Haushalte ohne Strom. Im oberen Murtal hatte es einige Tage lang geregnet. Vor überdurchschnittlichen Schneemengen ist man hier bisher also verschont geblieben. Aus wie Kärnten. Richtig spannend wird es für die Fahrer immer erst auf den schmalen Bergstraßen der Region, die hier auf über 1000 Metern Seehöhe recht häufig sind. In der Dunkelheit hat man alle Hände voll zu tun, um von der Straße nicht abzukommen. Wir wechseln das Gespann und möchten euch mit diesen eindrucksvollen Aufnahmen den neuen John Deere 6130R vorstellen, der erst vor wenigen Tagen ausgeliefert wurde. Wenn ich Windarbeit mit dem Schmann würde, dann würde ich kein Salz machen, wieso geht der Lack kaputt weg. Ist Deutsch. Er läuft hier für einen Milchviehbetrieb, der schon seit Jahrzehnten im Winter mit dem Streugerät unterwegs ist. Elf Modelle mit vier verschiedenen Rahmengrößen und drei Ausstattungsvarianten lassen in der neuen 6R-Serie von John Deere keine Wünsche offen. Mit dem 6130R runden die Mannheimer Traktorenbauer die Vierzylinder-Serie nach oben hin ab. Der PSS-Motor leistet 130 PS aus 4,5 Liter Hubraum. Maximal bringt er 143 PS, mit aktiviertem IPM sogar 150 PS. Hier zu sehen ist die Ultimate Edition. Also die höchste Ausstattungsstufe von John Deere. Sie bietet unter anderem das stufenlose Autopowergetriebe, die serienmäßige TLS-Vorderachsfederung, LED-Scheinwerfer und elektrische Hydrauliksteuergeräte. Inzwischen ist das Steuergespann im Kieslager angekommen. Der Steuer von Hydrak lässt sich über einen speziellen hydraulischen Oberlenker bis an den Boden absenken. Innerhalb weniger Sekunden ist das Gespann wieder voll und geht zurück auf die Straße. Liebe Zuschauer, Lust auf mehr Winterdienst? Schreibt uns eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare. Wir sind natürlich weiterhin für euch mit der Kamera unterwegs, stets auf der Suche nach interessanten Maschinen für spannende Videos. Wenn ihr keine weiteren Beiträge mehr verpassen wollt, dann abonniert jetzt unseren Kanal und aktiviert auch die Glocke. Oh, nice. Dann würde ich sagen, wir ziehen uns noch Teil 2 rein mit einer Holland T5 im Einsatz. Dann würde ich sagen, let's go. Winterdienst.
Wir sind zu Besuch im Naturpark Zierwitz-Kogel-Grebenzen. Eine ganze Saison lang begleiten wir einen Teil der mutigen Männer bei ihrer Arbeit mit der Kamera. Im ersten Teil dieser Serie zeigen wir euch einen Valtra N174 und den neuen. Im ersten sehr, sehr Teil nice dieser Serie zeigen wir euch einen Valtra N. bei ihrer Arbeit mit der Kamera. Im ersten Teil dieser Serie zeigen wir euch einen Valtra N174 und den neuen John Deere 6130R. Für Teil 2 waren wir mit einem New Holland D5100 unterwegs. Viel Spaß! Es ist der Nachmittag des 27. Dezember 2020. Der Wetterbericht sagt für die kommenden Tage wieder einiges an Schneefall in den österreichischen Alpenregionen vorher. Und so bereiten auch wir unsere Kameras für eine weitere Kurzgeschichte aus dem Winter vor. Etwas mehr als 24 Stunden später klingelt unser Telefon. Die ersten Zentimeter Neuschnee haben im Laufe des Nachmittags den Boden erreicht, was viele Straßenmeistereien und Kommunaldienstleister in den Alarmzustand versetzt. Wir sind mit einem Landwirt und Erdbauunternehmer verabredet, der nebenbei im Winter mit dem Schneepflug unterwegs ist. Hauptsächlich ist er für die Räumung und das Streuen vieler Parkplätze von Lebensmitteldiscountern und Gewerbebetrieben zuständig. Hierfür kommt der New Holland T5100 zum Einsatz. Ein kompakter und komfortabler Traktor, der zusammen mit dem 2,80 Meter breiten Schneepflug und angehängtem Salzstreuer eine leistungsfähige Kombination bildet. Beim Rückweg zum Maschinenstandort wird der Rad- und Gehweg ausgeschoben und gestreut. Hier geht es oft eng zur Sache. Der naheliegende Bach und die Landesstraße sowie die schmalen Brücken stellen den Fahrer oft vor starke Herausforderungen. Mit diesen eindrucksvollen Bildern aus der Luft verabschieden wir uns aus Teil 2 der Winterdienstserie und freuen uns, euch den dritten Teil schon im neuen Jahr zeigen zu dürfen. Liebe Zuschauer, wie hat euch dieses Video gefallen? Schreibt uns eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare. Natürlich sind wir auch weiterhin für euch mit der Kamera unterwegs, stets auf der Suche nach interessanten Maschinen für spannende Videos. Okay, Teil 2 war auch echt nice. So, weiter geht's mit dem dritten Teil. Das ist gerne ein Like und ein Abo bei ihm da und ich sage, let's go. So, brauche ich mal schon ein Thumbnail. Also fürs Thumbnail besser gesagt. Zack. Speichern. Bilder, YouTube Thumbnail, einfach speichern. Und let's go. Winterdienst im Naturpark Zierwitz-Kogel-Grebenzen. Für eine Kurzfilmreihe begleiten wir einen Teil der Fahrer der Räumfahrzeuge eine Saison lang bei ihrer Arbeit mit der Kamera. In der letzten Folge dieser Serie zeigten wir euch einen New Holland D5100. Mitte Juni besuchten wir einen Mutterkuhbetrieb im ersten Grünlandschnitt. Viele interessante Maschinen waren im Einsatz, beispielsweise der MB-Track 1300 Turbo mit Mähkombination. Für Teil 3 unserer Winterdienstserie besuchten wir den Betrieb erneut und konnten den Unimog einen Tag lang bei der Schneeräumung begleiten. Wir schreiben den Morgen des 3. Jänners 2021. Es hat einmal mehr geschneit im Süden Österreichs. Kurz nach 8 Uhr früh treffen wir auf Landwirt und Erdbauunternehmer Stefan, der hier mit seinem Unimog U1600 die Bergstraßen räumt. Seit halb 3 Uhr morgens ist er heute unterwegs. Vorne angebaut ist ein 2,60 Meter breites Räumschild vom österreichischen Hersteller Karlbacher. Hier in dieser hügeligen Bergregion macht der Unimog sieht schon nice aus im Winterdienst, also muss ich sagen. Eine richtig gute Figur. Aufgrund eines Motortunings hat der Agrar-LKW 320 PS. Egal ob im Sommer vor dem Ladewagen oder im Winter am Schneepflug. Die Leistung und der Sound des Sechszylinder-Aggregats können sich in jedem Fall sehen lassen.
Trotz aller Leistung der Maschine sind bei dieser Arbeit einige Dinge zu beachten. Durch den schweren Schnee hängen viele Bäume und Sträucher ins direkte Sichtfeld des Fahrers. Teilweise versperren umgestürzte Bäume den Weg. Auch beim Fahren an der Wegkante ist von den Fahrern höchste Konzentration gefragt, um von der Straße nicht abzukommen. Ein kleiner Fehler und die Schäden wären enorm. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen. Auf der Ladefläche des Unimogs ist ein großer Behälter von Springer montiert. Hier kann sowohl Salz als auch Split geladen werden. Über eine Kamera in der Kabine hat Stefan das Geschehen am Steuer genau im Blick. Inzwischen klart der Himmel ein wenig auf. In der Vormittagssonne treffen wir auf den Unimog U1200. So, ähnliche Färben uns auch in der, also in der Stadt, also Stadtdorf, wie soll ich sagen. Also wo ich wohne, fährt da auch hin und her. Einer. Der mag. Sonst nur Deutsch und John Deere, Meischen, Steyr und die LKWs. Gemeinde, der hier gemeinsam mit dem 1600er den Schnee aus den Siedlungsgebieten räumt. Für uns als Videoproduzenten im Agrarbereich mit Sicherheit das erste Highlight im neuen Jahr. Oh, Radlader. Wir machen uns jetzt auf den Weg in Richtung Ortsgebiet. Hier soll der Schnee aus den vergangenen Tagen vom Straßenrand abtransportiert werden, um wieder Platz für weitere Schneemassen zu schaffen. An beiden Enden des Einsatzortes werden vor Beginn der Arbeit Warntafeln aufgestellt, damit der Straßenverkehr zum nahegelegenen Skigebiet und in die Ortschaften nicht umgeleitet werden muss. Jetzt geht's richtig zur Sache. Mit dem Rasant-Kommunaltrag wird der Schnee zwischen den Leitpflöcken auf die Straße geschoben. Der Kommunaltrag kann im Winter mit dem Schneepflug und im Sommer mit Mähwerk und Fangkorb ausgestattet werden, um Sportplätze und Grünflächen zu mähen. Ach cool. Den Transport übernimmt ein Radlader von Volvo, der eigentlich in einer Schottergrube zum Einsatz kommt. Für den Schneetransport wurde der Lader in diesem Winter aber schon einige Male aus seinem Dienst freigestellt. Der Unimog schiebt den Schnee auf Haufen zusammen, die dann vom Fahrer des Radladers problemlos aufgenommen und von der Straße gebracht werden können. Nach einigen Einsätzen in den letzten Wochen ist das Team inzwischen schon gut eingespielt und hat die Straßen im Ortsgebiet schnell wieder frei. Wir sehen den Maschinen noch eine Weile beim Arbeiten zu und bedanken uns währenddessen bei den Fahrern für die tolle Unterstützung beim Dreh dieses neuen Kurzfilms. Liebe Zuschauer, jetzt seid ihr an der Reihe. Wie hat euch dieses Video gefallen? Schreibt uns eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare. Natürlich. Cooles Bild. Sind wir auch weiterhin für euch mit der Kamera unterwegs, stets auf der Suche nach interessanten Maschinen für spannende Videos. Wenn ihr keine weiteren Beiträge mehr verpassen wollt, dann abonniert jetzt unseren Kanal und aktiviert auch die Glocke. Sehr, sehr nice. Also schaut gerne bei denen vorbei. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder und vielleicht Ende der Woche. Und ja, haut rein, bis nächstes Mal. Ciao, ciao.